Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich habe hier wieder meine Mold rausgeholt, meine Form und zwar mit den kleinen Schokoladen und ich möchte mal gucken, ob ich mit Wolkenschleim auch diese kleinen Schokoladen hinbekomme, wie die dann aussehen und ja, wie gesagt, mit Wolkenschleim. Ich nehme mir dafür mal ein paar bunte Farben heraus, nehme heute mal den auch etwas, na gut, mache ich mal komplett den etwas feineren. Von der Firma Craft Emotions. Das Grün habe ich schon. Dann machen wir das. So, also, das probiere ich jetzt und ich möchte das gucken, ob man das als Anhänger nehmen könnte, auf Karten drauf, vielleicht auch zum Eingießen. Das will ich dann mal probieren mit euch zusammen. Also ein bisschen experimentieren, was so mit Wolkenschleim möglich ist. Und dafür brauche ich aber erstmal so kleine Schokolädchen, ne? Ob das dann auch toll aussieht. Also würde ich sagen, starten wir. So, das sind die Farben von Craft Emotion. Ihr habt gesehen, ich musste auch ein bisschen wieder verknetschen, weil sich unten etwas Flüssigkeit abgesetzt hat, aber es hat sich sehr gut wieder vermischt. Kann man nicht sagen. So, das wird jetzt getrocknet und dann schauen wir mal, ob wir wirklich kleine schöne Schokolädchen erhalten. Ich werde das hier nochmal richtig schön festdrücken, weil ich einfach den Abdruck haben möchte. Und dann bin ich mal gespannt. Dann drehe ich sofort weiter, sobald das getrocknet ist. Schaut mal, wie süß das aussieht. Ist das nicht goldig? Jetzt kann man sich hier... Ja, es ist zu dünn, um sich vielleicht einen Haken reinzumachen, als Anhänger zu nehmen. Aber man kann hier hinten jetzt einen Klebepunkt machen und man kann es als Dekoration nehmen. Man kann es in ein Goodiebag so mit reinmachen, dass der andere so eine Art Capuchon hat. Also ich finde das zucker, zucker süß. Mich interessiert es natürlich, soll ich sowas mit Wolkenschleim öfters machen, dass ich meine Formen rauskrame und wir gucken uns das Ganze mal an, wie das aussieht. Vor allen Dingen, wenn ich damit basteln möchte, muss ich das ja eh machen. Von daher kann ich ja auch, jetzt muss ich gleich niesen, von daher kann ich ja auch euch das zeigen, oder? Hier ist es jetzt leicht feucht, einfach weil es ja unten nicht atmen kann. Die lege ich mir jetzt so schön hin und dann kann das noch austrocknen. Auch hier im Blau, sehr, sehr schön. Ich könnte jetzt nochmal probieren, das werde ich dann aber auch machen, aber jetzt nicht in diesem Video, das Ganze zu lackieren oder mit diesem Glossy Essence drüber. Das ist auch so eine Art Lack. Sieht bestimmt auch toll aus. Das ist ja mal süß. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Eine gefärbte. Ach, ist das süß. Ich hoffe, ihr seht das so schön. Mal ein bisschen näher ran machen. Schön, oder? Schaut mal, wie das glänzt. Ist sozusagen ein Pop-Out-Video mit Wolkenschleim. Ist mal wieder eine ganz neue Idee. Hatte ich eigentlich so nicht geplant. Auch hier, schaut mal das Grün an. Wie toll das aussieht. Auch wenn ich mir hier diese Silikonformen, habe ich ja diese ganz, ganz kleinen, auch wenn ich mir selber welche herstelle, könnte man ja überall Wolkenschleim reinmachen. Ich bin ja gerade begeistert. Man darf halt hinten nicht so diesen Klumpen machen. Ihr seht, ich habe ganz, ganz dünn gemacht. Das ist ja toll. Ich habe hier noch was vorbereitet, das seht ihr aber in einem anderen Video. Also wie gesagt, zeigt es mir mit einem Däumchen hoch oder in die Kommentare oder ich mache auch oben in der Ecke beim Ina Abstimmung.
Da könnt ihr mir gerne sagen, ob ich mehr solche Pop-Outs, Pop-Up, nee, Pop-Out, ne? Ja, Pop-Out, raus. Pop-Out-Videos machen soll, eben mit Wolkenschleim. Ich denke mal, das ist süß. Ja, das ist süß. Das sind halt so Dinger, die ich wirklich mit euch zusammen erst ausprobiere und ihr seht, wie ich mich da selber freue, dass das so schön geworden ist. Echt toll. Die lasse ich jetzt noch ein bisschen trocknen und dann experimentiere ich darum. Sehr cool. Schön. Bin ich echt begeistert. Also ich bin begeistert. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. So, meine Guten, das war's. Habt einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.